Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zurück zu Cake Divian Card. Wir reagieren heute mal wieder auf Skoros. Carina Push blamiert sich auf Twitter. Wir sind gespannt wie ein Flitzebogen. Das war sehr crazy, was gestern abgegangen ist mit dieser Carina. Kennt ihr die noch? Die, ja, der Chat ist gleich weg. Gefasst wurde von ApoRed und dann dieser große Skandal daraus entstanden ist. Ich möchte euch ja kurz was zu zeigen, ja. Erstmal habe ich hier dieses Bild hier gezeigt und das kommentiert. Wie ihr seht, kritisiere ich hier ganz klar eine Sache. Dass hier nackte Männer vor Kindern sowas hier durchziehen. Ja, safe. Na? Also ich finde auch so LGBTQ und so weiter super wichtig, sollte man unterstützen. Aber ich finde so bei diesen Pride-Paraden, Veranstaltungen, also da übertreiben viele Leute einfach maßlos. Und wie gesagt, sowas sehen halt auch Kinder und diese ganzen Sachen haben da halt meiner Meinung nach halt überhaupt nichts zu suchen. Und ja, das geht gar nicht. Flying Uwe hat daraufhin einen Tweet gemacht. Flying Uwe hat gesagt, hat den Post gelöscht. Also Flying Uwe hat den Post gelöscht, auch sehr feige. Und ich möchte euch dazu jetzt erstmal was zeigen. Sie hat gepostet: CSD-Video habe ich selbst gefilmt, extra eins rausgesucht, wo Furries plus Leute mit Hundemasken zu sehen sind. Sehe da jetzt nicht das Problem. Frage mich, ob Flying Uwe überhaupt jemals selbst auf einer Parade war oder war er zu viel beschäftigt mit Hustlen und Framing gegen LGBTQ? Das sagt ja Carina an dieser Stelle. Jetzt ist das Ding. Ja, also ich finde halt, ein Video zu zeigen und zu sagen, das passiert da halt gar nicht, was halt 30 Sekunden geht, während so eine Parade ja Stunden geht und da tausende Leute sind, fühle ich als Argument halt jetzt generell auch nicht so, weil du weißt ja gar nicht, was generell auf der Parade abgegangen ist, ne? Ich war tatsächlich noch nicht auf einer, wenn, dann sieht man halt Videos, aber ich habe auch schon Videos in Deutschland gesehen, wo die da sehr komisch rumgelaufen sind oder halb nackt und so, und das sind halt Sachen, die nicht sein müssen, ne? Ich glaube, Hershey X hat auch mal ein Video dazu gemacht, ja, und das muss halt nicht sein, ne? Ich habe das Ganze dann einmal kommentiert und meine Antwort daraufhin war halt: Was ist das für eine Scheiße, wenn es um das Anliegen der Kinder geht, wo ekelhafte Männer ihren stinkenden Pimmel den kleinen Kindern zeigen? Und dann habe ich gesagt, es geht hier nicht darum, Furries oder Menschen mit Hundemasken zu verurteilen, sondern die Bedenken beziehen sich auf die Situation, in denen Erwachsene nackt oder sexuell explizit gekleidet sind und Kinder das sehen können. Das hat nichts mit der LGBTQ+-Community zu tun oder mit der Freiheit zu leben, wen man will. Es geht schlicht darum, dass Kinder vor solchen Inhalten geschützt werden sollten. Jeder sollte frei und sicher leben und lieben dürfen, aber es ist wichtig, dass dabei Rücksicht auf die Anwesenheit von Kindern genommen wird. Dachte eigentlich, du bist ein bisschen intelligenter unterwegs. Wohl getäuscht. Ja, sehe ich auch ihre so. Ihre Antwort daraufhin war sowas. Sie postet einfach wie ein Fangirl einer meiner natürlich besten Clips aus meiner besten Zeit, wo wir den aggressiven Tanzverbot nachgemacht haben. Finde ich ja. Ja, da muss ich auch sagen, also Carina hat sich in der ganzen Diskussion da wirklich nicht mit rumbekleckert. Also ich finde Carinas Videos, finde ich persönlich halt schon sehr gut gemacht, sehr gut aufgearbeitet. So, wir gucken die uns ja auch hier im Stream an und ich sehe das meiste ja auch so wie sie. Aber ich finde halt sehr oft, gerade auf Twitter, bekleckert sie sich halt wirklich nicht mit Ruhm, weil das jetzt zu antworten, fühle ich halt auch nicht, weil Skurrus hat es ja genau richtig zusammengefasst und du kannst halt auch vernünftig darauf eingehen oder es halt ignorieren, wenn dir nichts einfällt. Aber ja, ich glaube auch, dass sie irgendwie sehr krass von sich selbst überzeugt ist und dann so denkt, ha, mit so einem wie dir muss ich hier gar nicht erst diskutieren. Ja, und das ist halt sehr schade. Auch immer nochmal interessant, wenn sie damit antwortet, weil ich auch nicht verstanden habe, ob sie damit auch jetzt Gewalt verherrlichen wollte, weil ich hier ganz klar Tanzverbot nachgemacht habe und es da um das Thema Gewalt geht. Das ist eigentlich kein lustiges Thema, ne? Das sollte gerade ihre Bubble am besten verstehen, ne? Und dann habe ich geschrieben, starke Argumentation nach einer Relativierung, bei dem es um Kinder geht, sich zu entschuldigen zu viel verlangt. Daraufhin postet sie das hier. Erstmal gottlos Casino streamen für Kinder. Ja. Da habe ich geschrieben, kann man auch kritisieren, gar keine Frage, hat jetzt aber nichts mit dem Thema zu tun. Also ja, Carina war da wirklich sau unsympathisch. Ja, und das finde ich halt schade, weil wie gesagt, die ist eigentlich korrekt, die kann korrekt sein und dann postet die sowas. Ich verstehe es auch nicht so. Ja, du kannst doch dann bei dem Thema jetzt auch vernünftig antworten. Gerade bei Autismus, wenn wir über Kinder reden, denen ekelhaften 60-jährige Pimmel ins Gesicht gehalten werden. Stark gemacht, auch der Vergleich super, mehr reinscheißen geht nicht. Dann daraufhin hat sie wieder ein Bild von mir. Also sie träumt ja ganz offensichtlich von mir. Also keine Ahnung. Sie hätte mich auch einfach so nach einem Date fragen können, hätte ich einfach freundlich Nein gesagt. Da muss man halt nicht so, naja. Gut, ich verstehe weder Framing noch Populismus und auch nicht die Auswirkungen solcher Posts auf LGBTQ+-Menschen. Ja, sowas verstehe ich übrigens auch nicht, weil
Das ist ja ein Problem, also Tobias Hoch hat das ja auch schon gerade reingeschrieben, also dieses Problem, diese Übersexualisierung, das ist schon seit Jahrzehnten ein Problem einfach. Und also ich meine, was ist Carinas Punkt? Darf man jetzt dieses Problem nicht mehr ansprechen, weil das halt negative Auswirkungen auf LGBTQ-Menschen haben kann? Also es wäre ja besser, wenn dieses Problem einfach nicht da ist und die Menschen, die für dieses Problem sorgen, es einfach unterlassen würden, damit man dieses Problem gar nicht erst hat, weil das existiert halt einfach. Und das finde ich schon sehr schwach, das jetzt irgendwie als Populismus oder sowas darzustellen, weil wie gesagt, ich kann Skurrus da komplett verstehen. Also jeder soll seinen Fetisch haben, wie er möchte und den kann er auch ausleben, wie er möchte, aber halt nicht in der Öffentlichkeit und vor allem nicht, wenn da Kinder anwesend sein können. So, und ja, das ist jetzt auch nicht neu, dass das Problem existiert und das nicht ernst zu nehmen, sondern zu sagen, nee, das darf man nicht ansprechen, weil das ist negativ für diese Leute, ist halt wirklich ein krasser L-Take, ne? Vor allem dann auch wieder mit dem Foto da, einfach nur, um sich über ihn lustig zu machen. Ich meine, immerhin hat sie eine Ratio nach dem anderen kassiert, das freut mich schon mal, ne? Aber fühle ich halt nicht. Was eine peinliche Antwort. Verteidige also ruhig weiter, dass das alles nicht passiert, obwohl die Faktenlage ganz anders ist. Bist eine typische AfD-Supporterin, denn durch solche Leute wie dich wächst diese Partei. Wer hat diesen Satz verstanden von euch? Wer versteht, warum ich das sage? Es ist doch so. Warum wächst denn die AfD? Die AfD wächst, weil unsere Ampelregierung Sachen anfängt zu leugnen, über Sachen nicht zu reden, die die Menschen bewegt. Und wenn das dann nur eine Partei aufgreift, in dem Fall die AfD, dann wechseln die Leute rüber. Das ist ja die aktuelle Faktenlage. Ich habe da noch gar nicht bewertet, ob das gut ist oder schlecht ist, ob das richtig oder ob das falsch ist. Ich sage nur, dass das durch das ganze Geleugne von deren insgesamten Agendern dazu beiträgt, dass die Partei wächst. Das ist so. Dann sagt sie weiter, hier habe ich mich selbst bemalt zum Pride Month und da bin da übrigens nackt oben ohne. Verstört das auch Kinder und lässt Leute AfD wählen? Hat wer das ganze Bild zufällig? Ist für einen Kollegen von mir. Halt mal den Ball flach und bleib bei der Realität. Übertreibender Populismus und Framing bringen niemanden weiter. Jetzt fängt sie an zu sagen, weil sie so gekleidet ist, gibt es das Problem nicht mehr. Dabei diese Aussage macht halt überhaupt keinen Sinn. Reden wir über die Veranstaltungen, wo das Problem aufgetaucht ist, wie zum Beispiel in Toronto und Co. Es gibt mehrere Bilder dazu. Ich will diese Bilder hier nicht mal zeigen. Die sind selbst unter ihrem Hauptpost gezeigt worden. Es ist kein Einzelfall. Es gibt unzählige Bilder und Videos, die ihr wahrscheinlich alle selber kennt auf Twitter, wer sich mal damit beschäftigt hat. Es ist eben nicht so, dass es nur einmal passiert ist. Und dann habe ich ja auch erklärt, wer redet denn jetzt von dir als Einzelperson? Du hast doch den Bezug auf den Inhalt von Flying Uwe genommen. Und dort geht es nicht um dich, ja, sondern um die Problematik allgemein. Dann sage ich, du bist diejenige, die den Ball nicht flach gehalten hat. Du kommst mit so richtig peinlichen Antworten. Statt bei so einem wichtigen Thema einfach mal zu selbst reflektieren und dich zu entschuldigen für das Relativieren. Denn das hat sie ja gemacht. Und da habe ich gesagt, wir sollten uns alle dagegen aussprechen. Allein in den Kommentaren findet man unzählige weitere Beispiele. Das ist ja, also ich habe den Post von Carina da auch nicht verstanden. Ja, guck mal, ich habe das ja auch gemacht. Also ja, das ist halt eine große Kunstaktion mit großem Aufwand, mit irgendeinem nackten Mann, der das einfach nur macht, um halt irgendwie da nackt zu sein und vielleicht zu polarisieren oder polarisieren, versteht ihr Puller? Ich verstehe auch da nicht, was halt Carinas Aufgabe ist, denn Skurrus hat absolut recht, indem man solche Probleme einfach nicht anspricht, so werden ja immer mehr Leute negativ gegen sowas eingestellt sein, gerade wenn das Problem auch immer größer wird. Und ich verstehe auch nicht, warum man das halt leugnet und als Beweis dann das zeigt. So, das muss man sich mal überlegen. Also unter ihrem Beitrag wurden schon Videos gezeigt, die genau das Problem aufzeigen. Kann natürlich sein, dass sie es nicht gesehen hat. Ich gehe aber mal davon aus, dass sie sich da bestimmt auch ein bisschen die Kommentare angeguckt haben wird. Dann wird trotzdem so argumentiert. Also problematische Fälle dort. Das sind keine Einzelfälle. Und ja, jede Ignoranz oder Leugnen von Problemen stärkt die AfD. Das sieht man anhand aktueller Umfragen, wie der Zuwachs der AfD ist. Nicht nur in Deutschland. Und du tust so, als wäre es nicht und somit auch kein Problem gibt. Du verhältst dich kindisch und ignorant wie ein Kind. Wir sehen ja, kindisch und ignorant wie ein Kind. Die ganzen Sachen sind ja in Amerika und Co. viel weiter vertreten als in Deutschland. Und nur weil das jetzt hier noch nicht so ist wie dort,
heißt das noch lange nicht, dass das Problem nicht bevorsteht, wenn wir andere Länder haben, die, was diese Thematiken betreffen, schon viel weiter sind als wir. Oder sie ist völlig kritikunfähig. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber die hat auf jeden Fall auch, ich habe auch mal eine kleine Diskussion mit der gehabt, die hat sie aber dann am nächsten Tag wieder gelöscht, weil sie, glaube ich, sehr voll gewesen ist. Das war bei Rock am Ring. Da habe ich irgendwie gesagt gehabt, ey, jetzt zum 10. Mal zu sagen, dass die AfD scheiße ist, bringt halt offensichtlich einfach nichts, weil die Leute nicht davon abgehalten werden, das irgendwie zu machen. Dann hat die das irgendwie retweetet, wo die bei Rock am Ring da irgendwie nochmal gerufen haben, irgendwie Nazis raus oder so. Und ich weiß gar nicht, was ich dann gepostet habe, müsste ich nachgucken. Irgendwie, das waren aber auch nur 2-3 Posts, die hat sie danach aber am nächsten Tag alle wieder gelöscht. Also, weiß ich nicht, ich finde so, also Carina hat schon so viele gute Meinungen, auch in ihren Videos und so, ne, kann man auf jeden Fall vieles nachvollziehen, aber also sie wirkte mal so sehr festgefahren in ihrer Meinung und ja, halt auch, also so, sie wirkt halt so wie, ach naja, wir haben jetzt alle einfach mal Nazis rausgerufen, das war's jetzt mit der AfD, wir haben genug dagegen gemacht, obwohl das halt ja offensichtlich einfach nichts bringt, jetzt nur so als ein Beispiel so, ne, also Probleme werden halt nicht angegangen oder es wird sich da nicht wirklich damit mit beschäftigt, okay, warum ist die Lage halt gerade so, wie sie ist, sondern sie wirkt halt so ein bisschen so wie, ach naja, ich rufe ja einfach mal ein bisschen was und habe mich jetzt dagegen positioniert, das reicht ja. Das finde ich manchmal bei ihr schon ein bisschen lächerlich, um ehrlich zu sein. Sind. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Wir wissen ja alle, dass es sehr viele Probleme gibt mit den Flüchtlingen, die herkommen. Man sieht, was passiert ist. Wenn jetzt ein Land beispielsweise 5 Flüchtlinge im Jahr aufgenommen hat, dann kann dieses Land nicht sagen, ha, mit Flüchtlingen gibt es doch keine Probleme, wir nehmen 5 Stück auf im Jahr. Ist doch alles super, noch nie gab es Probleme mit Flüchtlingen. Und vergleicht es dann mit einem Land, wo es völlig außer Kontrolle geraten ist. Und genau das ist dasselbe, was ich meine. Man muss also, wenn man jetzt ein Land, was zum Beispiel nur wenige Flüchtlinge voraufgenommen hat und irgendwann die gleiche Größenordnung erhält wie andere Länder, muss man also von vornherein sagen, hey, es gibt Probleme mit diesen Flüchtlingen im Sinne von, wie wir sie integrieren. Passt das Ganze überhaupt? Können wir das finanzieren? Können wir sie überhaupt integrieren? Lassen sie sich überhaupt integrieren? Diese ganzen Fragen, die ausgelassen worden sind bei unserer Fehlintegration, muss ich also ein Land ebenfalls stellen, was noch nicht an den Punkt gelangt ist. Und ich muss nicht warten, dass Deutschland dieselben Probleme hat auf diesen Veranstaltungen, wie sie in Amerika existieren, bis sie da sind, sondern ich versuche, dass man das im Vorfeld versucht, irgendwie zu unterbinden. Und das hat sie nicht verstanden. Und jetzt wird's ganz wild. Jetzt hat sie folgenden Move gemacht, Chat. Ist kein Scherz, was ich euch jetzt zeige, ne? Ist ja in Ordnung. Ist ja ihr gutes Recht. Ich habe auch nochmal meine Antwort gepostet an sie. Und dann habe ich Folgendes geschrieben. Sie hat einen Tweet von Flying Uwe kommentiert. Ich habe ihr daraufhin geantwortet. So ist es ja gewesen. Nach einem Meinungsaustausch, okay, von ihr kam nur Framing, keine Argumente und nur Strohmänner, typische faschistoide Züge, ja, hat sie mich rückgekehrt. Ich stehe auch weiterhin hinter der Meinung, dass das zu verurteilen ist. Ich verabscheue so etwas. Ja. Ja, und das finde ich halt noch peinlicher. Also nachdem sie dann gar nicht darauf eingegangen ist, nur vom Thema abgelenkt hat, richtig dumme Tweets gebracht hat, dann auch noch zu blockieren, ist leider wirklich an Peinlichkeit nicht zu überbieten, muss man sagen. Ne? Und wie gesagt, ich feiere ihre Videos auch und so, aber das ist wirklich... Und ich stehe auch dahinter, dass jeder jeden lieben darf, wen er will, sofern es keine Kinder sind. Sie scheint wohl auch sehr Shoujo-Kanal zu sein. Wundert mich auch wenig, um ehrlich zu sein. Jetzt kann man hier natürlich sagen, Theo, Kontaktschuld, schwieriges Thema, das stimmt. Sehe es aber schon so, dass wenn man Sachen von ihr auch repostet und man da so eine gewisse Nähe weiß, kennt, sieht und sie da gut informiert ist, aber dann nichts zu der Thematik sagt, was ihre sexuellen Belästigungsvorwürfe, ihre falschen sexuellen Belästigungsvorwürfe mir gegenüber nicht kommentiert wird, während aber über andere Personen, die es kommentiert haben, dann was anderes darüber gesagt wird. Also zum Beispiel zum Tobias Huch und so äußert sie sich, aber halt nicht zu der Sache. Also halt immer was dann irgendwie gefühlt pro Shoujo-Kanal ist, dann muss man sich, finde ich, halt nicht darüber wundern. Nun ja, und ja, daraufhin sagt sie, unnötiges Drama. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden, um ehrlich zu sein. Also ne, da wird dann Tobias Huch eine Aussage irgendwie kritisiert. So gleichzeitig bringt Shoujo-Kanal ja wirklich, also gerade jetzt in den letzten Wochen am laufenden Band, eine gefährliche Aussage nach der anderen. Da wird irgendwie gar nicht drauf eingegangen, sondern es wird sich dieser eine Clip von Tobias Huch da rausgesucht. Habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden von ihr. Und sagt, ganz ehrlich, Skrulls, was soll dieser Blödsinn hier? Du bist nicht blockiert. Bro, was? So, und das Ding ist halt, als sie mir geantwortet hat, als ich den Tweet gemacht habe und sie gesehen hat, oh, das geht ein bisschen viral, da habe ich auch geschrieben, ja,
Jetzt bin ich vielleicht nicht blockiert, weil du es rückgängig gemacht hast. Aber sie stellt es ja so dar, als hätte ich gelogen. Zu dem Zeitpunkt, als ich es gepostet habe, war ich blockiert. Und wer mit solchen Mitteln arbeitet, tut mir leid, aber das ist absolut unseriös. Ja, safe. Also das ist schon echt sauwack. Also dann hättet ihr einfach sagen können, ja, ich will mich mit dir nicht befassen oder sonst irgendwas. Aber erst zu blockieren, dann sehen, es geht ein bisschen viral und dann wieder entblockieren und zu sagen, hey, ich habe dich doch gar nicht blockiert. Obwohl er ja sogar den Beweis gepostet hat. Also wer versucht, bei sowas mich als den Lügner darzustellen und so zu tun, als hätte man das nicht getan. Und dann ist sie diejenige, die von Populismus redet und von, also das ist sehr manipulativ, das ist crazy shit. Das ist crazy. Wenn man sagt, bitte übertreib hier nicht und so, schreibt sie rein. Ja, es stimmt, dass ich ein bisschen empfindlicher bin, wenn es um Kinder geht. Bei so sexuellen Sachen und so, da bin ich halt sehr empfindlich. Da greife ich auch manchmal mal zu einer härteren Wortwahl, das ist auch korrekt. Mich macht das halt sauer, wenn man halt versucht, das zu leugnen. Das ist ja das Einzige. Keiner Silbe gesagt, dass man das alles nicht machen darf und also, dass man da hier nicht sich irgendwie verkleiden darf. Also ich finde es auch schwierig, wenn sie aber auch behauptet und sagt in ihrem Original-Tweet hier, kann nochmal kurz zeigen, ob ich das finde, genau, dass das alles überhaupt nicht problematisch sei, wenn jemand halt Hundemasken und Furries und da diese ganzen Sachen da machen, sich verkleiden und sowas. Naja, also man muss halt gucken, um was es geht. Wir sehen ja hier zum Beispiel, alleine auf Wikipedia steht es ja selber. Es gibt dafür sogar einen Begriff, ne? Und das ist hier Puplay, ne? Gilt als sexueller Fetisch aus dem BDSM-Bereich, ne? Und da muss man halt gucken, ja, alles, was Sexuelle betrifft, sexuelle Inhalte, bin ich ebenfalls dafür, gehören nicht dahin. Also auch jeder BDSM-Scheiß gehört dann nicht hin vor Kindern. Ganz einfach. Und da kann man dann halt auch nicht Puplay und Co. irgendwie gut reden in der Öffentlichkeit vor Kindern. Ja, gut, ich weiß nicht. Jetzt so eine Maske zu tragen, finde ich, ist auf jeden Fall noch okay. Also ganz so hart sehe ich es auf jeden Fall nicht. Aber jetzt dann irgendwie stark wirklich sexualisiert oder sowas rumzulaufen, das fühle ich dann persönlich auch nicht. Guck mal, Leute, privat, ich bin da sehr offen. Ich bin da irgendwie nicht irgendwie hinterm Mond und sage, boah, man darf das alles nicht. Wenn Leute darauf stehen, dass Männer da gegenseitig den Hintereingang nutzen, dass da Leute sich da verkleiden und das sollen die doch da alle machen. Sofern natürlich beide Seiten das wollen, ne? Also das ist, also vor Kindern, also das ist, also bei aller Liebe, also nee. Nur was soll bewirken, was in Toronto passiert, wenn es in Deutschland aber nicht passiert? Naja, es geht ja auch erstmal gar nicht um die Problematik an sich in Deutschland, sondern erstmal allgemein, was auf diesen Veranstaltungen passiert. Da kann man ja nicht nur über ein Land reden und sagen, ich war ja da gewesen, deswegen ist das noch nie ein Problem gewesen. Es gibt überhaupt nicht diese Probleme. Diese Probleme gibt es in den USA. Und wenn die Kritik sich halt zum Beispiel darauf bezieht, dann ist die Kritik halt immer mindestens darauf, was nicht sein sollte. Ne? Ja. Und ich bin auch trotzdem der Meinung, dass jeder BDSM-Scheiß einfach in der Öffentlichkeit nichts zu suchen hat. Das ist mir auch völlig egal, auch in welchem Land das Ganze halt sich abspielt. Sei es jetzt in Deutschland ist oder in Amerika oder in irgendeinem Land. Nee, im Endeffekt ist es ja auch nur ein Kritikpunkt gewesen, dass ein Flying Uwe gepostet hat, guck mal, heutzutage, die Leute machen das und das. Zu meiner Zeit war das und das. Ja, also natürlich können die Leute trotzdem frei entscheiden am Ende des Tages, aber ganz ehrlich, also ich denke, jeder, also die meisten Menschen denken alle ganz normal, dass das alles nicht mehr ganz normal ist, ne? Ja. Wenn man das mit früher vergleicht, ne? Was die Norm war. Ich habe ja auch ganz andere, also was ich ja auch alles reingeschickt bekommen habe, das ist schon crazy, was da abgeht teilweise. Also das sind ja noch harmlose Sachen, über die wir hier geredet haben, ne? Da sind noch ganz, 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 ganz andere Sachen hier. Also ich traue mich das nicht mal zu zeigen, weil ich Angst habe, einen Bann zu kriegen, ne? Wobei wir sind auf Twitch, also die, ja, wahrscheinlich eher weniger dann, weil wenn man das zeigt, ne? Ich finde es halt nur krass, wie die Leute halt immer ausrasten. Was hast du gegen LGBTQ gesagt? Niemand hat was gegen LGBTQ gesagt. Ja. Was gesagt. Sehr gutes Video von Skurrus auf jeden Fall. Ja, ich habe Carina da wie gesagt auch nicht verstanden. Also gerade ihn zu blockieren und das dann wieder zurückzunehmen, nachdem man merkt, man wird dafür kritisiert, dass man ihn da blockiert hat, finde ich auch jetzt eher wack, um ehrlich zu sein. Habe ich jetzt auch nicht so wirklich verstanden. Ja, hat sehr gut geredet, einer hat es auch reingeschrieben, ne, schön ruhig geblieben, alles in Ordnung, ne, super gemacht. Tja, na, gucken wir mal, wie das dann weitergeht. Na, bin ich gespannt.